Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Startup. Heute habe ich mir die Stiefkinder eingeladen. Ein Startup der besonderen Art, denn eigentlich gab es schon das Produkt und eigentlich wurde das auch schon mal umgesetzt. Aber es gab dann ja doch eine Besonderheit. Erzählt doch mal. Wir haben hier ein neues, interessantes Produkt. Und zwar haben wir hier einen Apfel, der innen drin rot ist. Also ein Apfel, der ein rotes Fruchtfleisch hat, aus dem man natürlich dann auch einen roten Apfelsaft gewinnt. Okay. Und wie habt ihr diesen roten Apfel gefunden? Du bist ja sowieso schon Obstbauer vorher gewesen, ne? Deswegen sage ich ja, es gab eigentlich schon das Produkt. Aber wie kam man jetzt auf diesen roten Apfel? Ja, ich war 1974 nach meiner Lehre, habe ich ein Jahr in Frankreich ein Praktikum absolviert. Und in dem Betrieb dort hat der Obstanbauer, bei dem ich war, der hatte diese Äpfel in seiner Plantage stehen. Und in Frankreich hat man gedacht, dass man mit dem roten Farbstoff Nahrungsmittel einfärben kann. Ganz schnell hat man aber herausgefunden, dass das mit Holunder oder mit schwarzer Johannisbeere viel effektiver ist. Und somit ist das ganze Projekt einfach ad acta gelegt worden. Dann habe ich gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Darf ich die mitnehmen? Ich möchte die mal gerne aufpflanzen. Mal schauen, was draus wird. Und dann hat er gesagt, ja, nimm sie einfach mit. Und es waren dann 17 verschiedene Sorten, die dort aufgepflanzt waren. Die habe ich mit nach Hause genommen, habe eine Vermehrung gemacht. Dann haben wir eine ganze Reihe aufgepflanzt und die hatten alle eine Nummer. Also Sorte 1, Nummer 1 bis Nummer 17. Und irgendwann war mir das zu langweilig gewesen. Dann habe ich gesagt, wir müssen den Äpfel einen Namen geben. Und dann habe ich so mal durchgerechnet und bin dann auf meine Kinder, Nichten und Neffen, an der Anzahl 17 gekommen. Hat natürlich genau gepasst mit den 17 Sorten. Perfekt. Und somit hat jede Sorte einen Namen gekriegt. Und eine dieser Sorten war dann die Maggie, die wir hier auch sehen und die auch links neben dir sitzt. Genau. Was hast du dann mit der Idee deines Vaters gemacht oder mit der neuen Sorte deines Vaters? Also ich habe einen Master in Unternehmenskommunikation an der Hochschule der Medien studiert und dort konnte man selber Projekte vorschlagen. Und da ich ja den Apfelsaft kannte und ich den auch schon immer total toll und interessant und was Besonderes fand, habe ich den dann einfach mal mitgenommen zu einem Professor von den Packaging-Designern und habe den einfach mal vor die Nase gesetzt und habe gesagt, guck mal, das ist unser Produkt, meinst du nicht, wir können da ein Projekt draus machen? Ja, und dann hat er halt probiert und hat halt so einen Apfelsaft noch nie gesehen gehabt, weil der ja auch innen drin wirklich diese rote Farbe hat. Und der fand es total toll und hat gesagt, ja komm, schnapp dir ein paar Studenten und dann mach mal ein Projekt draus. Ja, und so ist dann quasi das Konzept zum Stiefkind entstanden. Perfekt, also du konntest quasi an der Uni dann schon das Marketingkonzept für dein neues Startup oder für das Startup im Unternehmen dann schon direkt umsetzen. Genau, also die Strategie und für meine Masterthesis habe ich es dann umgesetzt, weil so weit waren wir dann am Ende des Projekts noch gar nicht, dass ich dann das fertige Produkt in der Hand hatte, aber habe es dann für meine Masterthesis quasi umgesetzt und bin dann mit meinem Stiefkind aus dem Master spaziert. Ja, und du warst ja auch schon so erfolgreich, dass du auch schon Preise gewonnen hast fürs Marketing. Also du kannst da ja auch dann auf jeden Fall auch schon Tipps geben bestimmt, ne? Wie man da am besten rangeht. Ja, man braucht auf jeden Fall eine gute Strategie. Also ohne eine gute Strategie wird es schwierig. Ja, muss man sich alles gut vorher überlegen. Was ich auch immer empfehlen kann, ist einen Businessplan zu schreiben. Weil da muss man einfach auch verschiedene Punkte abhaken. Und das ist auf jeden Fall auch nicht... Ja, wie soll ich das sagen, nicht uninteressant, die Kosten im Auge zu behalten. Okay, also obwohl du ja eigentlich familiär schon total drin warst in allem, macht es trotzdem Sinn, nochmal einen Businessplan, wo man einfach sich nochmal alles aufschreibt, ganz genau. Und ich will ja auch meinen Papa jetzt nicht in den Ruin treiben mit meinem Produkt. Mit dem Stiefkind. Deswegen, ja, soll sich natürlich ja auch irgendwo rechnen. Okay. Und dann ging es natürlich irgendwann ans Abfüllen. Ne? Ihr hattet am Anfang, nehme ich jetzt mal an, ganz normale 1-Liter-Flaschen, ne? Ja, die Idee war natürlich gewesen, den Apfelsaft nach dem Pressen dann sofort abzufüllen, ja, damit er auch ein bisschen haltbar ist. Und am Anfang hatten wir nur die ganz normale 1-Liter-Flasche, ja, so wie die ganze Apfelsäfte abgefüllt werden. Und sie hat natürlich dann gesagt, oder ihre Studenten haben gesagt, ah, wir machen da was ganz anderes, das ist ein bisschen langweilig. Ja. Und deswegen sind sie natürlich dann auf diese 0,33-Flasche Longneck-Flasche gekommen, ja, mit einem ganz speziellen Design dazu. Ne. Jedes neue Produkt braucht natürlich einen Namen. Wie kamt ihr auf euren durchaus ungewöhnlichen Namen Stiefkind?
Ja, mein Papa hatte 1974 in Frankreich ein Auslandsjahr gemacht und da hat er diese speziellen Äpfel gesehen bei seinem französischen Lehrmeister. Die Besonderheit an den Äpfeln ist, dass die innen drin ein rotes Fruchtfleisch haben. Das kommt daher, dass es eine spezielle Kreuzung aus einem Zierapfel und einem normalen Apfel ist. Zieräpfel sind ja diese kleinen Mini-Äpfelchen, die man normalerweise nicht essen kann. Und der wurde dann eben mit einem normalen Apfel gekreuzt. Ja, und da die Äpfel nicht lagerbar sind, versaften wir den Großteil. Und wie sind wir jetzt auf den Namen gekommen? Da er eben diese Äpfel aus Frankreich mitgebracht hat nach Deutschland in seine bestehende gelbe Apfelfamilie, ist es quasi apfelfamiliär gesehen wie ein Mitbringsel und verhält sich demnach wie ein Stiefkind zu den normalen Äpfeln. Ja, dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr heute hier wart und uns die Geschichte eures Stiefkinds erzählt habt. Ihr produziert auch Chips und es gibt, glaube ich, auch einen Apfelsekt aus dem Stiefkind und Apfelschorle gibt es auch, also die komplette Palette. Wenn ihr noch Fragen habt zum Stiefkind oder das Stiefkind bestellen möchtet, wie auch immer, schreibt gerne unten in die Kommentare und wir beantworten das dann alles für euch. Tschüss! Danke, dass ihr da wart. Tschüss!